So, ihr Lieben, wie geil ist das denn? Ich bin heute mit Dr. Urbex unterwegs und Moin. Mein allererster Lost Place. Ich bin voll aufgeregt. Ich hab das noch nie gemacht, aber ich wollte das immer mal machen. Und die Tür drüben ist auch schon offen. Voll cool. Premiere, sein erstes Mal. Ist das auch dein erstes Mal hier im Harz? Mit Lost Place? Im Harz war ich, glaube ich, schon einmal. Echt? Oder zumindest hier in der Nähe. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Ich bin überfragt. Aber ich meine, ich war schon einmal im Harz auf Lost Place Tour. Okay. Mit Video oder ohne? Weiß ich nicht mehr. Also braucht doch gar nicht seinen Kanal danach suchen. Oder ihr könnt es einfach mal. Also ne, du sagst mir jetzt, wo ich drauf aufzupassen habe. Ich gehe hinter dir. Ja, nicht durch Löcher fallen. Nicht gegen Türen laufen. Ja, okay. Und den Kopf einziehen, wenn so Balken runterkommen. Ja, okay. Suche. Und ansonsten, ja, was aufpassen. Kann das mache ich. Weißt du, was das gewesen sein könnte? Ich habe nur die Info, dass das wohl irgendeine Industrie gewesen sein könnte. Ach so. Wird, ne? Okay. Mal gucken. Na, wir lassen uns mehr so Zufallsfund quasi. Ja. Lass uns überraschen. Glasscherben hier schon rum. So. Und? Ich bin eigentlich ganz normal. Ne? Oh. Ja, ach, besser. Jetzt meine Kamera nicht mit haben. Ne? Boah, und hier. Empfangshalle. Also wie gesagt, ne, der Klaas vermutet, dass das so ein Industriegebäude ist. Ich habe gerade mal wieder da durchgeguckt, ne, da geht es zum Keller runter. Ne? Wow. Wer weiß, was da ist. Gruselpusel. Die alten Bürogebäude gewesen sein. Sieht jedenfalls stark danach aus, dass hier die Chefs gesessen haben. Und Wahnsinn ist hier, dass hier noch die Wände so einen guten Zustand eigentlich haben, oder Klaas? Was sagst du dazu, zu den Wänden? Das ist alles Beton, ja? Das ist Stein. Meinst du? Das ist sehr viel zerdeppert, aber es sieht trotzdem sehr gut aus. Also okay. Ich finde das schön. Der Hammer. So hätte ich auch gern zu Hause, oder? Das ist doch schön. 50er, 60er Jahre. Oder ist eigentlich 70er, oder? Mit der Farbwahl. Ich glaube 70er Jahre. Oh, geil. Geil, geil. Ich glaube, es war fast Wohnraum hier, oder? Oder? Dass so schön tapeziert ist. Oder einfach der Big Boss hier gesessen. Ja, und hier haben wir in der Einliga. Hier war wahrscheinlich ein Bett oder noch was, würde ich jetzt mal fast behaupten. Der ist ja klasse. Das ist ja wirklich so ein Parkett. Holzfußboden. So, mein Lieber, den kennen wir oder was? Sieht einladend aus, ne? Du gehst aber vor, ey. Ich geh vor. Wenn da der Boogie-Man drin ist, dann. Wo bist du denn? Okay. Ja, liebe Leute. So, jetzt kommt wieder was für mich. Und zwar ab in den dunklen Keller. Klar, ist schon vor. Oh, Alter, schön wieder. Was? Fahrstuhl? Hier bin ich fast ausgerutscht. Wahnsinn, ey. Okay. Der Boden ist drin. Der Boogie-Man.
ist Eis. Da bin ich fast ausgerutscht, wer rechnet damit, ey? Was hast du hier unten gewesen wahrscheinlich? Jetzt gehen wir auf, das Lasten auf, genau, die Küche wird hier gewesen sein. Ja. Oh, ist das hier lang, ey? Noch mal weiter runter? Nee, hier ist die Kammer von Harry Potter. Hier ist auch nicht viel anders als oben. Andere Tapete auf jeden Fall, die ist schön. Das Outpost in Göttingen, Zimmer 32. Schön alle Fenster eingeschlagen. Verstehe ich nicht, wie man da so das zerstören kann. Ne? Wäre doch viel schöner als heile wäre. Klaas was Schönes rausgesucht. Da hat der Dr. Irwix was Gutes rausgesucht. Klaas, Dr. Irwix, wie du willst. Okay, darf ich dir auch Schnuggi-Putzi nennen? Nicht, wenn die Kamera an ist. Achso, okay. Dann bitte. Bitte nicht. Krass. Überall. Und das ist ja für eine Fabrik nichts. Duschen hast du überall. Keine Ahnung, was haben wir hier? Zwischen. Ja, so ein Versorgungstrakt oder Versorgungsraum. Wahnsinn. So. Auf jeden Fall nicht benutzen, aber es ist so dickes Holz gewesen oder ist immer noch, weiß ja nicht, kaputt. Und man sieht, hier sind ja öfters Leute hier oben. Und dahin geht es auch noch mal.
noch mal einen höher, aber hier zwischen haben wir keine. Ein bisschen wackelig. Geil. Wie keine Leiche oder so, Alter. Pass auf, hier geht's runter, ne? Wohin? Ich weiß nicht, leuchte mal rein. Nee, da unten ist voller Wasser. Leuchte mal rein. Guck mal, da oben ist der Lücke. Da können wir vorbei. Was ist das? Oh ja, der Swimmingpool. Da liegt eine tote Katze. Oder das ist ein Pony. Ein Einhorn. Das ist ein Einhorn. Das ist ein Einhorn. Tiefsee-Einhorn. Das ist unter Wasser, könnte man ganz sagen. Ja. Ich hab jetzt hier nichts. Von alten Türen. Ja. Ja, da kommen wir in den anderen Trakt rein. Wahrscheinlich, ja. Ach gut, da kam der alte Strom an. Wo ist das denn hier? Könnte das Überbleibsel von einer alten Waschmaschine sein? Ja. Oder Kaminrohr? Nee, ich glaube, das ist Waschmaschine. Steht, nee, Kesselofen, du hast recht. Müllhof, Feuerbeton, Kesselofen. Ja, Stück vom Kamin. Hast du recht. Guck mal, hier wurden dann immer die Kinder von der Jugendherberge an. Die bunten oder so. Die Kinder, die nach Hause wollten. Kellerräume. Ja, hier, typische Kellerräume. Also. Guck mal, hier geht schon nach draußen. Ja, voll. Da kommt schon alles durch. Ja, Verfall ist da. Ja. Trotzdem noch echt wahnsinnig ein Schuss. So, jede Bar. So, hier lang, ne? Ja. Überstellen, ob du noch weißt, aber. Achso, Sackgasse, auch gut. Guck mal, jetzt andere Stiefel. Was? Der Tresorraum gewesen sein, wo die Einlagen verwaltet wurden. Ja, einbruchsicher. Und. Dann bestimmt habe ich ja keinen eingebauten Tresor. Spannend. Da wurde ganz normal Holz. Wahnsinn. Schön. Oh, herrlich. Das hat richtig Spaß gemacht. Alter, Dr. Urbex, ich weiß ganz genau, was du ja, so Tolles daran findest, an den Lost Places findest. Das ist ja schon was anderes. Ne? Das macht richtig Laune, sich vorzustellen, ne, was da, also was für ein Leben da los gewesen sein könnte oder wie die Kinder, Jugendlichen da gelebt haben früher. Ich will mal ein bisschen noch mal im Internet recherchieren. Ja, auf jeden Fall. Was da war. Wir dachten ja zuerst, es sei eine Industrie, aber waren wohl sehr... Ja. Überrascht dann, ne? Genau, aber geil. Auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Klein, aber fein. Ja, aber immer wieder, ist immer so schön, es ist immer so verwunderlich, warum das zugemacht wird und so zerfällt, ne? Dass da überhaupt gar keiner mehr ein Aktien drauf hat. Ich denke mal, in den 80ern irgendwann wurde das dicht gemacht, ne? Mal schauen, was die Recherche ergibt. Genau. Richtig. Auf jeden Fall, ja, vielen Dank, Mann. Ja. Und, Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Lost Place. Erste Mal vergisst man nie. Genau, ne? Hoffe, lasst einen Daumen da, wenn das Video gesehen hat und euch gefallen hat. Schaut auch beim lieben Dr. Urbex auf seinen Kanal. Dr. Urbex on Tour in der Natur. Genau. Yes! Ich nenne nicht immer nur Dr. Urbex, dann finde ich das ja ganz einfach. Ja, aber unter Dr. Urbex. Genau. Wenn ihr ihn nämlich abonniert, geht es euch irgendwann genauso wie mir. Dann guckt man, dann gibt man nicht mehr den ganzen Namen ein. Auf jeden Fall geil, hat Spaß gemacht. Ja, dann, auf jeden Fall. Geile Nummer. Super. Bald wieder. Gerne wieder. Ach, ehrlich, ich bin jetzt Urbexer. Ist das so nach einmal? In der Lehre. Urbexer-Lehrling. Ja, genau. Geil. Also, Urbex nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Aber es ist immer interessant, du siehst immer diesen Trampelpfad und dann weißt du immer, ach guck mal, da muss ich lang. Da ist der Eingang, immer den Trampelpfad nach.
Oder man sagt auch immer den Zaun entlang bis zum ersten Loch. So wie hier.